Naja, gut. Vielleicht bin ich mit dem Gaussgewehr ein bisschen besser bedient. Da kommen wir bestimmt gleich noch hin, oder? Ich würde es ja gerne wagen, über die Kette zu laufen, aber ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass wir da vielleicht gleich noch hinkommen. Weil ich will nichts verpassen. Da hinten waren wir da schon. Soll ich wirklich riskieren, hier einfach drüber zu springen? Das ist doch nie im Leben gewollt, dass man hier rüberspringt, oder? Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich will es auch nicht riskieren, schon wieder zu sterben und dann wieder die Giselas und die zwei Brüder aus Holland schon wieder zu begegnen und zu treffen. Dann schauen wir. Boah, wie viel Lebensenergie und Rüstung hier gibt. Alter, das sieht böse aus. Das kriegen wir nicht umsonst hier alles. Was ist das denn? Oh. Karte aktualisiert. Nein, nein, nein! Na, du bist ja ein Hübschen. Na, du bist ja ein Hübschen. Was ist das denn für ein Kartoffelklaus? Der hat eine Keule wie bei Far Cry. Ich werd bekloppt. Der hat ein Schutzschild. Oh, was ein Drecksack. Oh, was ein Drecksack. Wow, Alter. Oh, was ein Drecksack. Lass das. Alter. Boah, Bossfight. Yeah. Finish him. Oh, Mist. Ah, ich will nicht zu viel verschwenden an Muni. Ah, fuck. Nein, Mist. Komm her. Finish him. Na, machst wieder deine scheiß Wichskugel, ja? Ich glaube, wenn er uns einmal trifft, glaube, dann kriegen wir richtig Damage. Na, komm her! Feige Ratte. Das ist doch noch nicht alles. Du hast doch wahrscheinlich noch einen dritten Finisher oder sowas, ne? War doch klar. Komm her! Ich mach dich alle! Wie deine ganzen Brüder und Schwestern vor dir. Ja, ist doch gut. Du kleiner Pimpf. Was gibt denn das? Alter, willst du mich verarschen? Was? Alter, was? Was? Alter, geh sterben, du Sau. Das ist doch noch nicht alles. Der hat doch wahrscheinlich noch einen Lebensbalken, so wie der eine Dicke von damals. Kannst du dich noch dran entsinnen? Genau der. Nein! Geh sterben! Das war so klar. Das war sowas von klar. Wie wär's mal mit Minigun-Action? Warte mal. Chaingun-Action. Ja. Ach, jetzt kommt wieder seine Scheiße hier, Mann. Der Ventilator.
Ja. Komm her. Deine Keule brauchst du nicht mehr. Yeah. Das war's nie im Leben. Nie im Leben war's das. Oder? Noch? Was? Gibst du ihm Doppelback? Höllenwächter. Oh nein, was? Zwei? Oh komm, das ist jetzt nicht euer Ernst, Bethesda. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Was? Boah, Alter, ist das fies. Yeah. Warte mal. Ich hab da was für dich. Wen treffe ich denn überhaupt? Wer, von wem ist denn die Lebensanzeige? Kriegen die beiden Schaden? Alter, boah, ist das mies. Boah, ist das fies, ey. Warte mal. Ja, wenig Leben, ist klar. Das ist so gemein. Wie soll das funktionieren? Mann, 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 Mann. Die zwei Brüder schon wieder aus Holland. Ich glaub's ja gar nicht. Alter, dass jetzt noch ein Doppelpack kommt. Ich hoffe, der hat das. Ich hoffe, der speichert an diesem Punkt, dass man. Dass die. Ja, der speichert da. Da bin ich ja schon mal ganz froh drüber. Das heißt wieder voll die Action hier. Ja, ich stelle mich noch direkt ins Feuer. Auch schön. Guck mal hier. Warte mal, das geht mir jetzt ein bisschen. Ja, hör doch auf. Lass das. Ja, natürlich. Ich gebe ihn noch mit der Hand. Ah, mit dem Raketenwerfer ist es gar nicht mehr so verkehrt. Aua, lass das. Ich konzentriere mich gerade. Nicht böse nehmen, wenn ich jetzt gerade mal gerade vielleicht nichts sage. Ah. Yeah, einer weniger. Ja, ja. Jetzt bist du fällig. Dein Bruder habe ich schon kalt gemacht. Jetzt bist du dran, Kumpel. Ja, yeah. Zeit für dich in die Hölle zu fahren. Du hässliches Stück Scheiße. Upfl. Yeah. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Abgeschlossen. Alter. Puh. So. Puh, das war ja sehr aufregend. Ja, ich bleibe dabei. Der Schmelztiegel. Oh. Was? Kettenaktivierung? Okay. Ah, krass. Was kommt denn jetzt? Sind wir jetzt gefangen genommen? Ah, Vega. Zentralverarbeitung. Du hast den Schmelztiegel zurückerobert und kehrst auf den Mars zurück. Du musst den Brunnen verschließen, die Energiequelle des Höllenportals auf dem Mars. Dazu musst du einen letzten Höllensprung wagen. Samuel hat einen Plan, wie er dich zum Brunnen zurückschicken kann, aber er wird deine Hilfe brauchen.
Na, das klingt ja aufregend. Das klingt echt aufregend. Das schreit ja immer noch nach Finale irgendwie. Also hatten wir jetzt insgesamt 2 Bosse, ne? Genau, wir hatten 2 Bosse. Einmal diesen großen Hayopai, ne? Und, Koopa Troopa! Welcome to the Let's Play Live Show! No, this is not the Halo 6 Beta. We play Doom. Live Let's Play. So, ich bin Vega. Na, da bin ich immer gespannt. Du hast den Schmelztiegel. Ja. Kannst du die Macht des Brunnens bändigen? Wir haben einen Plan, wie wir dich dorthin bringen können. Ja. Vega führt dich durch den Vorgang. Ja. Schließe den Brunnen. Ist unsere Aufgabe. So, da haben wir einen Codex-Eintrag. UAC-Personal. Das sieht ein bisschen aus wie bei Alien. Warte mal. Können wir hier... Ne, kann ich nicht. So, apropos Alien, dies ist ja meine primäre Betriebseinrichtung. Hier wurde ich geschaffen und hier befindet sich meine Kernprozessoreinheit. Es sind etwa 2,4 Terawatt für meinen Betrieb nötig, aber man hat entschieden, dass wir diese Energie nutzen können, um dich zum Ursprung des Portals zu schicken. Ich werde das nicht überleben, kann mich aber auch nicht selbst vernichten. Daher werde ich dich durch den Vorgang leiten. Alle internen und äußeren Türen der Station wurden gesperrt. Du musst einen Weg hineinfinden und die Sicherheitssysteme abschalten. Ich soll also die Sicherheitssysteme abschalten. In einer Anlage, wo es von Dämonen nur wimmelt. Ja, dann wollen wir mal. Ob das so eine gute Idee ist? Alter. Oh mein Gott, Schleuse. Hui. Hier liegt Schnee. Und da liegt Munition. Und hier liegt ein... Ach, guck mal an, cool. Schon wieder so ein USB-Stick. Schon wieder die neuesten Pornos drauf. Yeah. Geil. Alter, 18 Zuschauer. Seid wahnsinnig. Vielen lieben Dank und willkommen zur Let's Play Live-Show, zum Live-Let's Play. Und dich auch auf YouTube. Willkommen zu einer Folge. Doom. Ach, guck mal, hier liegt Muni. Kann ich gar nicht mitnehmen, habe ich voll. Sag mal, ist es... Sag mal, seit wann ist es auf dem Mond... auf dem Mond, sag ich schon. Bin so fertig. Seit wann ist es auf dem Mars am Schneien? Habe ich irgendwas verpasst, wie ich weg war? Ich versuche mal ein bisschen... Komme ich irgendwie da hoch oder so? Wahrscheinlich nicht, ne? Ping, 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 ping. Komme ich da hinten hin? Können wir ein bisschen rumprobieren. Nee, geht's nicht. Okay. Ich dachte ein bisschen hier, ne, bisschen rumglitschen. Aber dem war nicht so. Vielleicht geheime Orte entdecken. Okay, dann schauen wir mal. So. Ich bin da ein bisschen verwirrt, wie das hier gerade schon wieder aussieht. Na, vielleicht sollte ich das gelbe Kabel vielleicht mal nicht berühren. Da ist eine grüne Tür. Sollen wir da hin? Das ist mir definitiv zu ruhig gerade hier. Hallo, mein Freund. Schön, dass du da bist. So. Okay. Ach, guck mal, ein Geheimnis gefunden. Huch, hallo? Jawohl. So, okay. Let's go. Okay, das war, glaube ich, nur ein Secret, ne? Kann das sein? Komm ich hier? Yeah! Die hard, motherfucker! So, oh, was ein Ventilator. Muss ich hier lang oder kann ich auch... Warte mal, ich gehe nochmal draußen gucken. Weil ich will nicht... Ich will nichts verpassen. Ich würde doch schon gerne mal...
schauen, wo es hier hingeht. Dum, 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 dum. Doom. Ach, guck mal, wer da krabbelt. Hat deine Mama dir nicht beigebracht, man soll nicht krabbeln? Habe ich dir gesagt. Also, nicht die Wände hochkrabbeln. Krabbelt schon, aber... Yeah, yeah, yeah. Ich komme. Höllenbrut. Und diesmal habe ich Geschenke mit dabei. Richtig gute Geschenke. Für dich auch, mein Freund. Ja. Zeit für euch, Knallgas zu geben. Knallgas! Yeah! Geh sterben! Bastardo! Bastardo, da war doch noch einer. Ich höre ihn doch. Komm runter, du feige Sau. Was hältst du davon, wenn du einfach mal stirbst? So, ciao. D1, D2, D3. Ob du wirklich richtig stehst, siehst du, ob der Ventilator angeht. Guck mal. A1, A2, A3. Ich glaube, wir müssen hier lang. Schauen wir mal. Da reißen wir erstmal den Griff ab. Den brauchen wir nicht mehr. Der ist total überflüssig. Wo geht's hier hin? Okay. Hier. Meine Sicherheitssysteme arbeiten auf zwei getrennten Neuralnetzwerken, die in der Wartungseinrichtung zusammenlaufen. Jedes Ende wird durch ein Energiefeld geschützt. Aber du dürftest das überleben. Ach, du heiliger Strohsack. Das sieht nach Arena-Kampf aus. Und nach verdammt viel Arena-Kampf. Okay, da soll ich irgendwas abschalten. Ich schaue mich erstmal ein bisschen um. Oh Gott, 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 oh Gott. Da werde ich mal schnell mal auf Raketenwerfer und das Maschinengewehr wechseln. Wie soll ich denn bitte da dran kommen? Okay, let's go. So. Here we go again. Push the button. Neurales Primärsicherheitsnetzwerk offline. Time out. Hallo, Revenant. Ciao, Revenant. Unverwundbarkeit. Yeah. Bam. Weg mit dir. Es ist Zeit für euch in die Hölle zu fahren. Revenant, du gehst jetzt auch mal eine Runde sterben, Alter. Ach, guck mal, Gisela ist auch wieder da. Bam. Alter. Ciao. Hab keine Zeit für euch. Warte mal. Ich hab da was für euch. Yeah. Finish him. Bam. Wo ist er denn, der Kerl? Hallo? Ach, da bist du. Komm her. Ich wollte nur mal streicheln. War's das? Ich glaube, es war's. Boah, Alter, ein Schuss, ey, mit der BFG und, alles ist weg. Ich glaube, wir haben's. Alter, das ist... Huh, eine Menge Action hier, ja. So, dann gucken wir mal. So, also, hier hole ich mir nochmal ein bisschen Lebensenergie. Gehen wir nochmal unten, schauen, ob wir unten nochmal irgendwas... Ach, guck mal, hier gibt's Rüstung. Hier gibt's nochmal Lebensenergie. Da unten auch. Können wir hier unten... Ah, das geht sogar. Nee, geht gar nicht. Hier ist Munition für die BFG, aber wir haben ja voll. Sieht man übrigens unten rechts am Bildschirmrand die grünen Kästchen. Und die roten Kästchen sind für die Kettensäge. Da könnten wir mal ein wenig Benzin bekommen für. Ich sag mal Benzin dazu. So, geht's hier lang? Hier können wir auch langlaufen.
Hier hätte man sich verstecken können. Ah, guck mal, jetzt nochmal Schrotflintenmunition. Lebensenergie haben wir voll, Rüstung haben wir auch voll.